Für Systeme. Melde mich wie befohlen. Ja. Tartankreuzer hier. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht für Systeme. Das Imperium breitet sich nach und nach in der ganzen Galaxie aus. Und das wird unser nächstes Ziel sein. Kreuzer online. So, komm, wir klatschen mal noch eine Mine hin. Kreuzer online. Sehr gut. Tartankreuzer hier. Die imperiale Flotte. Dann, 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 dann. Aber vielleicht die Raumschlacht über. Tartankreuzer hier. Geonosis. Über Geonosis. Ja. Geonosis mache ich jetzt noch. Taktisches Gefecht steht kurz bevor. Raumschlacht, jawohl. Um die Unterwerfung von Geonosis. Gouverneur Tarkin, der Darth Vader beauftragt, die Ressourcen des Planeten Geonosis zu erobern. Um den Planeten komplett zu beherrschen, müsst ihr im Weltall und am Boden die Kontrolle übernehmen. Ja. Einer? Gebt der Flotte das Zeichen zum Auf... Was ist das? Angriff vorbereiten. Anscheinend haben sich die Geonosianer mit den Rebellen verbündet. Ruft Verstärkung. Auf diesen Verrat müssen wir schnell reagieren. Die Rebellen ziehen sich auf ihren Stützpunkt zurück. Lasst sie nicht entkommen. Zerstört die Raumbasis der Rebellen und jagt sie aus diesem Sektor. So, ich dachte schon, was ist jetzt kaputt? Teigeschwader in Bereitschaft. Eure Befehle, Sir? In Bereitschaft. Dann mal los. Information. Information. Erwarte Befehle. Kreuzer in Bereitschaft. Werde beschossen. Bereitschaft. Commander, sie treffen euch. Roger bestätigt. Erwarte Befehle. Dein Auto. Ich habe ihn. Verstanden. Ich bin dein Schicksal. Habe verstanden. Bald in Reichweite. Information. Reife Spielraum. Erwarte Befehle. Melde mich wie befohlen. Lehre mich dem Ziel. Sind wir hier? Und da kommt Darth Vader. Wie lautet eure Anweisung? Gefecht bereit. Roger, bestätigt. Verstanden. Feuer, bereit! Ja, Sir, in Bewegung. Jawohl, Commander. Beginne Angriff. Bereit. Geht zum Angriff über. Bombs. Sofort. Hab verstanden. Begeben uns zu Koordinaten. Los, weiter. Melde mich wie befohlen. Was ist? Viel zu leicht. Kreuzer hier. Tartankreuzer hier. Schon unterwegs. Melde mich wie befohlen. Ihr könnt euch das Gerede sparen. Kreuzer online. Erwarte Befehle. Information. Bereit. Erwarte Ihre Anweisungen. Unterwegs. Angriff. Also es war ja am Ende von Episode 3 so, dass die Geonosianer sich ja mit Lord Sidious, also später mit Imperator Palpatine, verbündet haben. Ich bin bereit.
Gut so. In Bereitschaft. Information. Kreuzer in Bereitschaft. Lass mich nicht im Stich. Bereitschaft. Roger bestätigt. Feind gesichtet. Erwarte Befehle. Information. Haben den Raketenwerfer verloren. Erwarte Befehle. So, das machen wir in der Perspektive. Der erbarmungslose Angriff der imperialen, kleinen imperialen Flotte. Treffergenauigkeit von 0,003%. Wie sehe ich das hier? Der Weltraum. Unendliche Weiten. Ach ne, falsches Spiel. Ist, Nein, Gott, der Gegner wurde besiegt. Geht doch. So, die Raumschlacht. Das All über Geonosis ist unser. Wir beginnen mit dem Bodenangriff. Ausgezeichnet. Richtet dort unten ausreichend Schaden an, um eine klare Botschaft zu senden. Auch der kleinste Ansatz von Rebellion wird nicht toleriert. Damit reduzieren wir unsere Arbeitskräfte. Unsinn. Die Überlebenden werden doppelt so hart arbeiten. So, wir bereiten jetzt noch unsere Bodenstreitmacht vor. Irgendwo, wo ich viele Truppen übrig habe. Setze Kurs. Sofort. Bin unterwegs. So, das müsste dann aber reichen am Boden. Erwarte Ihre Befehle. Gebe Koordinaten ein. Aber den Bodenkrieg, den werde ich jetzt auf gar keinen Fall mehr machen. Den werde ich beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Star Wars Empire at War.